Bevor es hier so richtig losgeht, möchte ich euch ein wirklich außergewöhnliches und wertvolles Event ans Herz legen, zu dem ich selbst gehen werde und mit dem ihr euch privat wie beruflich super weiterentwickeln könnt. Und zwar findet vom 5. bis 6. Mai 2018 in Bad Kissing das Next Level Event von und mit Katharina Pommer statt. Das Event hat eine echt spannende Agenda mit inspirierenden Keynotes, wie ich finde, sowie Übungen, Impulsen und hier werden vor allem die Werkzeuge und Methoden an die Hand gegeben, die euch wirklich weiterbringen. Ihr lernt zum Beispiel, wie ihr blockierende Glaubenssätze dauerhaft auflöst, wie ihr eure Vision konkret umsetzen könnt und vieles mehr. Neben Katharina Pommer, die übrigens auch hier im Podcast schon gewesen ist, werden einige weitere der besten Trainer Europas dort mit euch arbeiten, wie zum Beispiel Martin Limbeck oder Edgar Itt. Und ich kann euch nur empfehlen, diese Chance der Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen, genau wie ich es auch tun werde. Für alle die unter euch, die Lust darauf haben, dass wir uns dort treffen, kommt hier die Chance auf 20% Rabatt auf eines der begehrten Tickets für das Next Level Event in Bad Kissingen. Dazu gebt ihr einfach unter www.next-level-event.de/Markenrebell das Stichwort Markenrebell ein und schon habt ihr die Chance auf diese 20% Rabatt. Alles, was ihr braucht, findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann am 5. bis 6. Mai in Bad Kissing. Ich freue mich total, wenn wir dort aufeinandertreffen und wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, bleibt rebellisch und nun geht's weiter hier. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Das Leben ist eine Bühne. Sowohl privat als auch beruflich bewegen wir uns in unterschiedlichen Rollen und Beziehungen. Die Frage dabei ist, ob wir lediglich als Statisten am Rande des Geschehens stehen oder ob wir als Akteure unsere Rolle selbst gestalten, diese mit Leben füllen und authentisch und souverän unsere Ziele verwirklichen. Besonders bei Vorträgen oder in Meetings, aber auch in jedem anderen Auftritt vor und mit Menschen gibt es viele Aspekte, die unser Erleben und unsere Wirkung auf andere bestimmen. Angefangen von der Rhetorik über Stimme, Gestik und Mimik bis hin zu inneren und äußeren Haltungen. Wie erlerne ich diese Präsenz, wie sie so mancher genialer Redner einfach mitbringt? Was hilft gegen Lampenfieber und wie erreiche ich die Herzen meiner Audience? Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Denn als ausgebildete Schauspielerin kennt sie sich nicht nur mit Rollen aus, sondern weiß ganz genau, worauf es bei einem perfekten Auftritt ankommt. Als systemischer Coach und Change Managerin bringt sie zudem das Know-how und die Methoden mit, um Menschen dabei zu unterstützen, die eigene Fähigkeit weiterzuentwickeln und sinnvoll in ihr Leben zu integrieren. Sie ist als Schauspielerin und Dozentin aktiv und gibt Trainings und Coachings zur persönlichen Weiterentwicklung für Fach- und Führungskräfte mit den Schwerpunkten Präsenz, Präsentation, Haltung und Wirkung. Freut euch also auf ein spannendes Gespräch mit Barbara Fernandes. Viel Spaß dabei. Barbara, herzlich willkommen hier im Markenrebell Podcast. Ich habe mich total gefreut, dass du so ausdauernd mit mir und dem Team warst, weil unseren Termin musste ich leider mehrfach verschieben. Nichtsdestotrotz bist du heute hier und hast durchgehalten. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Dir auch. Wunderschönen guten Morgen. Ja, genau. Und freue mich, dass wir zusammenkommen. Ich habe ja schon einen Podcast mit Lars gehört und Lars hat mir ja schon verraten, dass er mich weiterempfohlen hat, sodass wir jetzt hier verbunden sind. Genau. Lars Bobach an dieser Stelle herzlich gegrüßt von uns. Er hat diesen Kontakt hergestellt. Genau. Schön. Genau. Barbara, du kennst unseren Podcast Markenrebell. Vielleicht stellst du dich am Anfang einfach selbst nochmal kurz vor und erzählst, wer ist Barbara Fernandes privat, als Privatperson. Und was genau machst du beruflich? Ja, deine erste Frage stellt mich ja gleich vor Probleme, weil ich das nicht so gut trennen kann.
wie viele Selbstständige das selten gut trennen können. Ich habe schon immer eigentlich der Devise gefolgt, das, was mich interessiert, tue ich und mein Leben ist meine Arbeit und meine Arbeit ist mein Leben und folge eigentlich sehr da dem Herzen und der Leidenschaft und dadurch sind die Dinge dann vielleicht erfolgreich, sodass sich immer mein Arbeitsleben genau durch diesen Motor auch ergeben hat. Jetzt, wo ich ein wenig älter werde und zwei Kinder habe, trennt sich auch schon mal Arbeit von Freizeit, so kann ich das zumindest sagen, aber nicht unbedingt von der Privatperson. Ich bin gestartet als Diplom-Sportlehrerin, also ich habe Sporteschule hier in Köln absolviert und bin dann aber auf die Schauspielschule gegangen. Und habe da meine vierjährige Berufsausbildung gemacht und danach musste ich unbedingt erstmal ans Theater. Ich wollte es wissen und wollte wissen, ob ich da jetzt bestehe und wie das Leben fest engagiert an einem Theaterhaus ist und habe das dann auch geschafft, was nicht so einfach ist. In Deutschland gibt es viele arbeitslose Schauspieler und wenig feste Engagements und das war für mich ein sehr großes Glück, dass das damals geklappt hat. Mhm. Und da habe ich dann meine ersten Schritte auf der Bühne gemacht und ganz viel gelernt und bin dann nach 3 Jahren aber auch glücklich wieder zurück in die Freiheit und auch so meine damals schon auch vor der Schauspielschule angefangene Selbstständigkeit. Ich glaube, das Selbstständigengehen war schon in mir drin. Genau, und da musste ich dann wieder zurück nach Köln und in die Freiheit und auch in die Vielfalt. Das hat mir gefehlt. Mhm. Ja, und dann ging es weiter. Dann soll ich einfach weitererzählen, Norm, ja? Ja, und so einen kleinen historischen Strang wäre super. Also ich bin jetzt bei Selbstständigkeit. Genau, und dann habe ich also die Schauspielerei stellt sich da sehr breit auf. Also man kann als Sprecher tätig sein für Hörspiele oder Synchron und man dreht fürs Fernsehen und dann oder spielt in freien Produktionen Theater. Und ich habe dann auch angefangen, fürs Fernsehen zu drehen und das lief sehr gut an. Und dann bin ich schwanger geworden und mein erstes Kind kam auf die Welt. Und da habe ich dann das Steuerrad in eine andere Richtung gelenkt. Und zwar habe ich sehr viel angefangen zu unterrichten und auch zu inszenieren, weil das zeitlich auch planbarer war. Und habe als Schauspieldozentin viele Jahre fest an der Schauspielschule auch unterrichtet und eigene Projekte gemacht. Also bestimmt 10 Stücke auf die Bühne gebracht, auch Stücke selber geschrieben und aber auch gesprochen und alles so mitgenommen, was der Beruf hergibt. Ganz großes Herzensprojekt ist sicherlich auch ein Projekt gewesen mit Zeitzeugen, Überlebenden des Holocaust, die mit Schülern zusammen in der Schule ihre Geschichten erzählt haben, beziehungsweise die Schüler haben die eigentlich über unsere Theaterarbeit rausgearbeitet und dann sind die gemeinsam auf die Bühne gegangen. Also ich habe mich auch immer sehr so für theaterpädagogische Projekte interessiert. Und 2014 habe ich dann meine Coaching-Ausbildung gemacht. Das hatte ich schon länger im Kopf, dass ich das mal machen will. Und das war eine sehr gute Entscheidung und auch, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt. Das hat mich dann zu meinem heutigen, ja, dritten, vierten, weiß ich nicht, Berufsfeld geführt. Trotzdem sind die Dinge sehr stark miteinander verbunden und ich mache das, was ich jetzt seit Jahren an der Schauspielschule gemacht habe, in veränderter Form mit Coaching-Ansätzen für Unternehmen. Das heißt, ich bin heute Trainerin für Seminare und coache Führungskräfte und Mitarbeiter. Stark. Das ist ja mal echt ein bewegter Plan, den ich hier gerade skizziert habe. Es sieht ganz wild auf meinem Zettel aus. Was ich super spannend finde, ist auf der einen Seite so der Beginn, Sportlehrerin, ne? Also Pädagogik, Unterrichten war dir irgendwie wichtig. Und dann auch so diese, was ja dann sich wiederholt, ne? Was dann irgendwie durchs Coaching auch wiederkommt. Genau. Und durch das Schauspiel, auch am Theater, dass du ja in diesem Prozess dich wahnsinnig viel mit dir selbst beschäftigst. Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich gehe ins Theater, Schauspiel ist so mein Ding? Ja, für mich ging eine Welt auf. Ich habe gedacht, ja, hier sind die Menschen, die ich treffen will, das sind die Dinge, über die ich reden will, das sind die Fragen, die ich stellen möchte.
so funktioniert Arbeit, wie ich sie mir vorstelle, ja. Kreativ und losgelöst von Normen und nicht Strukturen, aber also in so einer, ich habe das als so eine totale Freiheit empfunden und brauchte das, glaube ich, um ja auch natürlich mich zu finden. Also ich habe mich in dieser neuen Freiheit dann selber entdecken können und selber weiterentwickeln können. Ja, hast du dich so rückwirkend oder rückblickend, hast du dich für den schwierigeren Weg entschieden? Damals? Habe ich mir nicht gestellt. Also ich weiß nicht, ob das schwieriger war. Es gab mal einen Moment, wo meine ganzen Sporthochschulkollegen dann in festen Jobs waren und so die erste Auszubildendenzeit oder Volontärszeit und Praktikazeit vorbei war. Mhm. Und dann fingen die an, richtig Geld zu verdienen. Und ich versauerte da in meinem Darben und darbte in meinem Künstlerdasein und musste noch für meine Ausbildung weiter bezahlen und da gab es mal so einen Moment, wo ich dachte, ach so, stimmt, ja. Aber das war so schnell wieder weggewischt, weil ich habe mir nicht die Frage gestellt, ist das schwieriger oder nicht. Ich habe mir, ich habe gar nicht anders gekonnt, möchte ich sagen. Ich wollte unbedingt. Das war aufregend, das war spannend. Ich habe so viel gelernt. Ich habe auch das gedacht, habe auch immer so gedacht, egal was daraus wird, das ist für mich, das nimmt mir niemand mehr. Das ist, wird der größte Schatz sein, auf dem ich sitzen kann. Ja, das ist eine interessante Perspektive. Ich frage deshalb, weil es ist natürlich schon, finde ich, ein wirklich krasser Shift zu sagen, das eine Berufsfeld als Sportlehrerin zu unterrichten, ne, pädagogisch wertvoll irgendwie, Kinder Wissen zu vermitteln und auf der anderen Seite aber ein Berufsfeld, was dich ja komplett in den Vordergrund stellt, also was dich auf eine Bühne hebt, wo einfach Dinge von dir abverlangt werden, ein besonderes Können abverlangt wird, was ja am Ende ja mit Applaus oder eben auch nicht bewertet wird. Ja, da ging es mir jetzt weniger um meinen eigenen, also ja. Natürlich sind viele Schauspieler auch narzisstisch veranlagt, so, ne? Das ja. kann man mal pauschal auch sagen. Aber trotzdem bewegt uns, glaube ich, alle, da kann ich für viele meiner Kollegen sprechen, auf jeden Fall auch für mich, bewegt uns eigentlich, dass etwas stattfindet. Also wir haben ja diesen Live-Moment mit dem Publikum. Und Theater ist ja nicht nur der reinen Befriedigung der Bedürfnisse bedacht, sondern soll ja Fragen aufwerfen, soll die Leute in Ruhe und Unruhe versetzen, auch provozieren für einen neuen Gedanken, berühren mit etwas, mit einem Detail oder einer Perspektive auf ein Problem, was wir so vielleicht noch nie gesehen haben. Sie sollen reicher rausgehen, als sie hingekommen sind. Und das ist das, was ich so, was mich so gezogen hat ans Theater. Und das mit einer Truppe zu machen, die man ja dann kennt, das sind ja wie, das sind keine Freunde, das sind klar Kollegen in so einem Ensemble, aber man ist sich wahnsinnig nah, man lernt sich ganz stark kennen, man lernt sich tief menschlich kennen. Und in so einem Rahmen zu arbeiten und diese Arbeit zu tun, war weniger für mich, ich gehe jetzt auf die Bühne und dann können mich alle sehen, wie ich das so gut kann und dann bekomme ich auch Applaus. Also ich hatte schon was Tieferes bewegt. Ja. Ja, ich habe so ein bisschen mit meiner Frage, ich finde deine Antwort super, super schön, deswegen habe ich es gar nicht unterbrochen. Was ich eigentlich meinte, ist so diesen Mut zu haben, auf eine Bühne zu gehen. Das sind ja im Grunde auch viele, vielleicht auch viele Menschen da draußen, die Angst haben, sich jetzt vor eine Firma zu stellen und sagen, ich werde jetzt vor 500 Leuten mein Thema mal zum Besten geben. Mhm. Ja, also da, also die, diesen Wechsel, ja, diesen Berufswechsel, wirklich zu sagen, ich habe den Mut und stelle mich jetzt vor die Leute, vor das Publikum und performe dort. Ja, kann ich total verstehen, aber das Lustige ist, viele Schauspieler von sich selber behaupten, schüchterne Menschen zu sein. Ja. Das ist auch tatsächlich so. Und also erstens, Lehrer stehen auch vor Publikum. Stehen zumindest vor einer Gruppe. Stimmt. Geschäftsführer stehen vor ihrer Mitarbeiterschaft. Eltern stehen vor ihren Kindern.
Kinder halten Referate, stehen vor ihren Klassenkameraden. Also wir sind immer in unserem Leben in solchen Situationen, wo wir eine Art Bühne betreten, wo die Augen auf uns liegen. Und das macht uns alle aufgeregt, Profis wie auch Laien. Aber es gibt natürlich, der Profi kennt Tricks. Also erstens weiß der Profi, dass es normal ist. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Viele Leute denken, ich kann das nicht, weil mich macht es so aufgeregt. Wenn man aber weiß, alle sind aufgeregt und mit dieser Aufregung kann ich was machen, habe ich natürlich das Näschen vorn. Und ich habe dann den Handwerkskasten voller Möglichkeiten, mir selbst zu helfen oder eben als Schauspieldozentin dann auch anderen. Aber ich kann total verstehen, dass es allen Menschen so geht. Das gehört, das können wir gar nicht abstellen. Das ist tief in uns verwurzelt. Ja. Bevor ich natürlich die drei wichtigsten Tipps von dir erfrage, wie ich mein Lampenfieber in den Griff kriege oder so einen Bühnenauftritt einfach auch erfolgreich gestalten kann, kannst du dich noch an deinen allerersten Auftritt erinnern? Also wo du wirklich, also wo es die Premiere, ja, also wo du alles einstudiert hast und so weiter und das Theaterstück und du bist das erste Mal so auf der Bühne, was du da gefühlt hast, wie es dir ging? Also mir war schlecht vor Aufregung und ich als Schauspielschüler baut man sich so langsam, man macht so die ersten kleinen Sachen und die erste große Sache, wo ich wirklich was von mir, also wo ich die Hosen runterlassen musste, sage ich mal so, ne? Wo ich wirklich was von mir hergeben musste und wo ich wirklich auch eine Grenze überschreiten musste, da habe ich mich übergeben müssen. Also das sich tatsächlich, das ist auch das einzige Mal, dass das so passiert ist. Aber da habe ich einfach gespürt, okay, es geht echt um richtig was und ich muss richtig loslassen und ich muss mich richtig trauen. Nur dann was, gut. Was war für dich in dem Moment die Grenze? Also warum hast du gesagt, so und da muss ich jetzt drüber? Das ist ein Kontrollverlust. Ja. Also ich weiß, dass das geht. Also ich weiß, dass wir das geprobt haben und ich weiß, was die Worte sind, die ich sage. Ich weiß, was die Handlungen sind, die ich tun muss. Und ich weiß auch, wo es hingehen soll. Aber dafür muss ich einen Mut haben, über meine eigenen Schatten zu springen und auch bereit sein in einen gewissen Kontrollverlust. Also auf der Bühne ist man nie 100% ohne Kontrolle. Das geht nicht. Ne? Es muss immer 1% Kontrolle da bleiben. Aber also ich muss mich so hergeben, dass ich es nicht in dem Moment kontrollieren kann, was denken jetzt alle über mich? Ist das noch so, wie ich mich zeigen will? Ist das das, was die Leute erwarten? Also ich muss drauf scheißen und machen. Ich muss fliegen gehen, so. Ja, super schön, ja. Das war das erste Mal, dass ich das in dem Rahmen musste und danach kamen ganz viele von solchen Momenten. Aber wenn man einmal, ich glaube, das ist so wie mit Leuten, die Fallschirm springen oder Bungee-Jump oder irgendwas anderes Extremes machen in ihrem Leben. Wenn man einmal weiß, was hinter dieser Überwindung für ein Land auf einen wartet, dann kann man es eigentlich nicht abwarten, da wieder hinzukommen. Und das ist ein notwendiges Übel, dieser Sprung oder dieser Berg oder diese Grenze, diesen Moment zu überwinden. Ja, ist der Bühnenrausch oder so. Ja, okay. Super, super gut. Die Frage ist natürlich jetzt, was würdest du jemanden vielleicht an die Hand geben, der, ja, weiß ich nicht, ob er oder sie vor dem ersten Mal steht oder das vielleicht schon mal gemacht hat, das aber, weiß ich nicht, 5 Jahre zurückliegt oder länger. Also wo einfach die Routine fehlt. Gibt es so irgendwie 3 Tipps, wo du sagst, hey, das hilft dir oder gibst du auch so deinen Schützlingen weiter? Also es ist immer wichtig, erstmal zu sich selbst zu gucken. Ich mache nicht gerne solche Tippreihen wie die 3 wichtigsten Tipps zum Auftritt, weil die sind so individuell. Natürlich gibt es Sachen, die man verallgemeinern kann. Wie zum Beispiel, dass man sich den Raum vorher anguckt und dass man gut vorbereitet ist und so weiter. Aber auf einer anderen Ebene gesprochen ist das Wichtigste, dass ich erstmal einmal zu mir gehe und mir wichtige Fragen stelle. Warum ist es wichtig, dass ich das mache? Was will ich erreichen mit diesem Auftritt?
Was möchte ich, was die Leute nachher darüber sagen? Also was sollen sie mitnehmen? Was ist mein wichtigstes Geschenk an die Leute? Ja. Also ich würde immer sagen, Schritt 1 ist eine Art Selbstreflexion. So, Schritt 2 ist die perfekte Vorbereitung dessen, was da technisch und strukturell möglich ist. Was sage ich? Kann ich das auswendig? Kann ich das nicht auswendig? Wo sind die Stichworte? Läuft technisch alles perfekt auf der Bühne? Ist der Bühnenraum richtig eingerichtet? Bin ich laut genug? Können mich alle verstehen? Ist das Mikro und so weiter? Also die ganze Hardware rund um diesen Auftritt muss ich perfekt haben. Und dann ist das Dritte, das, wovon ich eben gesprochen habe, diesen Sprung. Also zu wissen, dass man aufgeregt ist, aber auch diese Leidenschaft zu entwickeln, loszuspringen. Also mit feuchten Händen loszuschreiten, aber nicht zu vergessen, dass es auch eine Freude ist und eine Chance, das, was ich hier gerade eben in meinen Zielen für mich geklärt habe, jetzt realisieren zu können. Und dass da so ein Moment des Blindflugs dazugehört. Das wären meine drei Punkte. Als du das gesagt hast, hatte ich so den Gedanken, dass eine Bühne natürlich auch ein sehr machtvolles Instrument ist. Ne? Und es gibt jetzt, weiß vielleicht jeder so aus den Karrierewegen, die man so in seinem Leben gemacht hat, es gibt halt Leute, die sind halt eine echte Rampensau, die gehen auf das Ding drauf und performen dort, als würden die das jeden Tag machen. Und dann gibt es natürlich das andere Extrem, ne, die natürlich sagen, wow, wenn ich jetzt davor muss, dann habe ich aber echt ein Problem. Ja. Wie wichtig das aber ist, dass das Theaterstück im übertragenen Sinne, wenn ich das mal metaphorisch nehme, natürlich auch in einem Unternehmen oder generell, ne, wenn ich in der Öffentlichkeit draußen auftrete und auch vor Journalisten sprechen muss, was das eigentlich für ein machtvolles Instrument ist und wie wichtig ist, das zu beherrschen einfach auch oder mich zu trauen, fand ich jetzt einfach einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Ja, und dazu würde ich gerne ergänzen, dass man keine Rampensau sein muss, um den Bühnenraum für sich zu nutzen. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Es ist ein Katapult oder eine Lupe auf das, was ich zu transportieren habe. Man muss kein Egoman sein, um auf die Bühne zu gehen. Man muss keine Rampensau sein. Man muss sich nicht abfeiern. Man kann einfach auch die Bühne nutzen, um seine Inhalte darzustellen. Und wenn man hinter seinen Inhalten steht, dann muss ich auch keine Mega-Show dabei machen. Ich muss nicht auf der Bühne rumtanzen. Ich muss keine Scherze machen. Ich muss nur ich sein. Und das ist natürlich was man sich trauen muss. Aber deswegen sage ich, der Punkt ist eigentlich diese Selbstreflexion. Warum und wofür mache ich das? Und was bin ich und was will ich hier transportieren? Und dann kann ich mich das trauen. Das trauen so viele Menschen da draußen. Also. Ja, schön, dass du es nochmal ansprichst, weil dieses Ich habe ich vorhin in deiner Aussage entdeckt, als du gesagt hast, ich musste erstmal so die Kontrolle abgeben, ja, oder ein Stück weit so diese Kontrollmechanismen irgendwie runterfahren. Und man wird dann natürlich sehr authentisch, ne, nach außen auf der Bühne und nahbarer vor allen Dingen auch, ja. Und der Versprecher ist dann halt einfach total cool, weil er einfach zu dem Menschen gehört und jeder im Publikum weiß, hey, es hätte mir auch passieren können. Genau. Das ist überhaupt das Zauberhafteste, dass in dem Moment, wo ich unperfekt bin, die Menschen mir alle auf den Schoß sitzen. Ja. Kein besseren Icebreaker als den Unfall auf der Bühne. Ja, absolut. Genau. Oft ist die Rede von Präsenz. Kannst du uns vielleicht mal so mit deinen Worten sagen, was genau Präsenz für dich ist? Präsenz ist, im Moment gegenwärtig zu sein. Also übersetzt, dass ich wirklich da bin. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist ja ein schlauer Satz, hör mal, da weiß ich jetzt mehr als vorher. Aber wenn wir uns mal überlegen, dass wir generell mit den Gedanken gerne noch woanders sind. Wir sind jetzt sehr gehetzt in unseren Zeiten, sehr auf Effektivität gepolt. Und wir
seitdem das Handy unser ständiger Begleiter ist, natürlich auch immer noch in der Außenkommunikation mit auf mehreren Kanälen. Und wirklich da zu sein, also wenn wir das Beispiel der Bühne nehmen, wirklich ich mit genau den Leuten, die da sind und genau die auch meine und mich auch wirklich zur Verfügung stelle, dann bin ich präsent. Und dann habe ich auch eine große Präsenz. Ja. Das heißt, ich habe eine Wirkung und eine starke Wirkung. Das erreiche ich aber nicht, wenn ich das Publikum austauschbar finde. Mhm. Also egal, ob hier 300 oder da 30.000 in der Halle, lasse das einfach auf die Menge fallen und dann packe ich mein Köfferchen und gehe wieder. Ich muss mich wirklich zur Verfügung stellen. Das heißt, gegenwärtig im Moment zu sein, ist viel schwieriger, als es sich so sagen lässt. Ja, spannend. Also ich hatte, als du den Satz gesagt hast, wirklich da zu sein, also hatte ich auch so diese eine Geschichte, ich habe meinen Körper mitgebracht und auf die Bühne gestellt. Und ja. Das andere ist, ich habe aber auch meine Emotionen mit dabei und nehme wahr, was dieses Publikum gerade ausstrahlt, ne? Oder inwieweit die Scheinwerfer irgendwie eine Wärme entwickeln. Inwieweit geht es mir gut, inwieweit stehe ich stabil irgendwie auf dieser Bühne. Ja. Also ich glaube, wirklich anzukommen an dem Punkt, wo ich dann anfange, die Botschaft in die Welt rauszutragen, finde ich echt einen super wichtigen Punkt, sich diese Zeit auch zu geben. Ja. Ja. Also das ist das A und O für jeden, der auf die Bühne tritt, erst stehen, erst das Publikum wahrnehmen, bevor ich den ersten Satz sage. Ja. Und das ist machtvoll, wenn man das Menschen mal machen lässt, im Unterschied. Ne? Leute, die auf die Bühne kommen, hallo, herzlich willkommen heute hier bei schön, dass Sie alle da sind, wie wunderbar, dass Sie alle den Weg gefunden haben. So, und jetzt geht's auch schon gleich los. Und es ist total austauschbar und es passiert nichts zwischen den Leuten. Und wenn der gleiche Mensch in Ruhe auf die Bühne kommt oder meinetwegen auch läuft, aber sich hinstellt, das heißt, erstmal ankommt wirklich auch körperlich, dann rutscht der Geist und der Rest hinterher. Und dann bin ich bei den Leuten und dann begrüße ich die wirklich. Das macht einen himmelweiten Unterschied. Ja. Und das sieht auch jeder Laie, der dann neben mir sitzt und so einen Moment miterlebt und dann ich die Leute formulieren lasse, was ist der Unterschied? Dann ist das Feedback immer so immens, dass derjenige, der gerade auf der Bühne übt, das auch mal richtig spüren kann, was das Publikum mitnimmt, wenn man so oder so macht. Weil selber ist man auf der Bühne stark im Stress. Man will, dass der Moment vorbeigeht. Man hat auch oft so Sätze im Kopf wie, ja, ich will jetzt auch nicht deren Zeit unnötig in die Länge ziehen oder jetzt muss ich ja auch schon was sagen. Man sieht mich ja, ich muss ja schon was sagen. Ist alles nicht so. Wirklich ankommen, wirklich da sein, wirklich Hallo sagen ist stärker als jeder getanzte Auftritt, sage ich mal. Ja. Das ist auch ein phänomenales Tool, finde ich, einfach in die Selbstreflexion zu gehen. Ja. Es hat ja auch sehr viel mit Selbstwert zu tun. Inwieweit ist es jetzt auch, bin ich es wert, dass die Leute auf der Bühne diese 5 Sekunden Stille aushalten mit mir, die mir vorkommen wie Stunden oder Minuten? Genau. Das ist, glaube ich, auch ein wertvolles Learning, einfach da durchzugehen und sich viel mit sich selbst zu beschäftigen und viel über sich selbst zu erfahren. Ja, und ich würde sogar das provokativ noch eine Ecke weiterdrehen und sagen, ich bin das dem Publikum schuldig. Schön, ja, genau. Die bekommen, die haben sich die Zeit genommen. Ja. Wenn ich jetzt über die hier drüber husche, dann ist das eine Unverschämtheit eigentlich. Ja. Die sind ja gekommen, um mich anzugucken. Ja. Oder die wussten, dann und dann kommt Barbara Fernandes. Jetzt sitzen wir hier miteinander. Jetzt muss ich das Beste aus diesem Moment machen. Und deswegen bin ich das auch meinem Publikum schuldig. Ja, das ist eine spannende Perspektive. Das war der erste Teil des Interviews mit Barbara Fernandes. Ich hoffe, der erste Teil war für euch genauso wertvoll wie für mich. Und wir haben uns entschieden, daraus 2 Folgen zu machen. Und wie gewohnt kommt der zweite Teil, die zweite Folge in nur 2 Tagen. Ihr müsst also nicht lange drauf warten. Und im zweiten Teil kann ich euch schon versprechen, wird es nochmal wirklich ein paar gute Insights geben, ein paar wirklich gute und wertvolle Tipps geben, wie ihr eure Präsenz auf der Bühne wirklich verbessern könnt. Also freut euch auf den zweiten Teil. In 2 Tagen schalten wir das Ganze live.